Unser Kasten steht und ich habe hier schon ein bisschen was gebaut, also ein Lagerfeuer und ein Bett. Mit dem Bett, da setzt du deinen Spawnpunkt und kannst auch die Nacht wegschlafen, habe ich festgestellt. Und hier habe ich schon eine Kiste gebaut, da sind ein paar Sachen drin schon, die wir gefunden haben. Und jetzt ist die Aufgabe, wir sollen Hasen jagen. Dann schauen wir mal, ob wir Hasen finden. Ich habe mir den Bogen gebaut und ein paar Pfeile. Also ganz einfache Holzpfeile. Genau. So, und jetzt gib mir ein paar Hasenspiel. Naja, es wäre eine Gelegenheit, mal die Potion hier zu nehmen. Ja. Für mehr Stamina. Das ist mir schon aufgefallen. Man sieht die Tiere nicht so gut. Die sind hier ganz gut getarnt auf der Insel. Insbesondere die Hasen natürlich. Die siehst du natürlich in dem Gestrüpp überhaupt nicht gut. Da, siehst du? Nein. Ach komm. Echt jetzt? So, wo ist mein Hase? Der Hase ist weg. Da hinten ist ein Hase. Gelingt es mir, mich da vorsichtig hinzubewegen? Oh, ich glaube, das war gut. Ja, einer von drei. Sehr gut. Na, Häschen? Zwei, hey. Und jetzt fehlt uns noch ein Hase. Das wäre ja dann relativ schnell gegangen. Ich bin ja nicht so ein Fan von Pfeil und Bogen. Irgendwie habe ich mir das Gefühl, das ist so schwierig, damit zu zielen. Ich hau lieber drauf. Ja. Aber ich glaube, wir brauchen hier den Bogen häufiger vielleicht. Vielleicht sehen wir von da oben besser. Da kommen wir gar nicht rauf. Doch, kommen wir rauf. Ui. Sehen wir irgendwelche Hasen? Nope. Ey, guck mal da. Was haben wir denn da Feines? Da hat doch jemand eine goldene Truhe für uns hingestellt. Sehr schön. Ist ja auch sehr beeindruckend hier, diese Statue mit dem Baum. Schick, schön gemacht. 25 Ambrosia, nice. Aber wir brauchen einen Hasen. Was wollen wir mit Götternahrung, wenn wir keine Hasen finden? Gib mir Hasen. Oh, das Hasendrama. Oh ja, siehst du? Scheibenkleister. Oh, das war was, glaube ich. Jo, oh, da haben wir Glück gehabt, ey. Gutes Reaktionsvermögen. So, jetzt sollen wir einen Batscherblock bauen, einen Schlachtertisch. Na dann gehen wir mal zurück und bauen Schlachtertisch. Jo, dann lass uns mal den Tisch bauen. Ich habe schon mal alles rausgesucht. Oh, der ist groß. Aber okay. Drehen wir mal so hin. Gut, schaut gut aus. Hunter Station, Crafting Station. Okay, das können wir noch bauen. Das kann vielleicht direkt hier daneben. Ich glaube, das ist unsere Kochstation. Hide Stripes, Satch, Animal Bone. Das habe ich noch nicht. Satch haben wir aber. So, Hide Stripes. Ja, dafür muss ich wahrscheinlich das erstmal benutzen, damit wir Fell und so bekommen. Bauen wir die Hunter Station. Wird eng hier. Ne? Na gut, notfalls stellen wir draußen irgendwas hin. Und jetzt fehlt uns noch die Crafting Station. Und
Ich hole mal hier das Fleisch raus. Und dann gucken wir mal. Oh, okay. Das geht flott. Opa, was haben wir da? Fleisch, Fett, Pelz und Animal Bones. Jawohl. Das sieht gut aus. Können wir das schon bauen? Ne, brauchen noch mehr davon. Hide Stripes? Wir haben das. Nee, Hide Stripes. Moment. Hunting Station. Also erstmal können wir uns hier natürlich Ausrüstung bauen, aber wir können auch Hide Stripes herstellen. 5 Stück hat er gemacht. Ist das vielleicht die Menge, die ich brauche? Ja. Für die Crafting Station, ne? Nicht, dass ich hier irgendwie durcheinander komme. Ja, passt schon. Du kommst mal dahin. Sehr gut. So, können wir jetzt noch Rüstung bauen? Wo war das jetzt? Da packen wir noch mal etwas drauf. Da kommt da ja noch ein bisschen was zusammen. Was können wir hier herstellen? Rope. Rabbit Gland. Sprint Potion. Sprint Boost. Okay. Woodsman Potion. Ja, da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Tiere zerlegen. Ich zerlege mal eben Tiere. Was soll ich eigentlich mit Fleisch, wenn ich nicht esse? Gibt mir das was? Cooked Meat. Increases Health und Stamina. Gesundheit und Stamina von über 30. Jawohl. Dann nehmen wir mal einen davon. Oh, habt ihr gesehen, wie das unten links hochgesprungen ist, die beiden Balken? Sehr schön. Das lohnt sich ja. Ja, da habe ich noch ein bisschen zu tun mit meinem Fleisch. Dann gucken wir mal. Hunter Station war. Guck mal, jetzt können wir uns hier Rüstung bauen. Nice. Helm. Und ich glaube, ich habe gleich alles angezogen. Ja, guck. Gleich alles angezogen. Wow. Hey, das ist prima. So, was bietet uns das hier? Sprint Potion. Rabbit Glands. Mach mal eine. Wer weiß. Mal gucken. Jarrow haben wir reichlich. Das sind jetzt Sachen, die er sich offensichtlich. Ja, die zieht er sich aus der Kiste. Sehr gut. Wir können uns noch einen besseren Speer machen. Ja, können wir. Hide Stripes brauchen wir dafür. Einmal bitte. Und dann machen wir uns den besseren Speer. Ach, und einen besseren Bogen könnten wir auch. Dafür brauchen wir noch mal die Stripes. Halt da. So. Und jetzt machen wir uns noch den besseren Bogen. Nice. So, das haben wir alles Fleisch gekocht. Haben einen besseren Bogen, aber wir brauchen den hier erstmal auf, weil die Sachen gehen relativ schnell kaputt. So, dann lass uns mal erkunden. Und zwar, guck mal, das sieht man jetzt nicht so gut. Bei Nacht sieht man es besser. Wir gehen mal da diesem Strahl hinterher. Also man sieht da unten ja auf der linken Seite, da ist einmal dieses Nahrungssymbol, wo wir Fleisch gegessen haben, was uns eben mehr Gesundheit und mehr Ausdauer bringt. Und dann diese Potion, die sorgt offensichtlich dafür, dass man schneller wieder zu Atem kommt. Oh, wir sind schon da. Guck mal. Ist das hier? Ja, das ist hier, wo der. Ja, guck, da kommt der grüne Strahl raus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da oben brizzelt es so ein bisschen. Hegate-Tempel. Ach, übrigens, neue Quest. Collect Ambrosia Dust. 100 Stück, okay. Treasure Chest.
Giant Stone Sword, Giant Stone Spear, Giant Stone Bow Recipe. Okay. Was machen wir damit? Da passiert nichts. Gut. Guck mal, jetzt da. Ha. Da gehen wir hin. Komme ich da hoch? Ja, hier komme ich hoch. Okay. Wo ist das? Da ist das, glaube ich. Aha. Was haben wir hier? Lass mal gucken, ist da unter Quests was Neues? Ambrosia Dust. Ich habe ja schon Ambrosia ein bisschen zu Hause. 40, 45 Stück oder so. Kill Lost. Temple Doors opened. Open the Temple. Oh, hi. Hallöchen. Okay, ich glaube, hier ist der Speer ge gefragt. Oh, ich sehe nichts. Hi, Tribes. Das geht ja ganz gut. Ich habe nicht viel Leben. Vorsichtig gesagt. Hilft mir das? Nicht wirklich. Immer gut, wenn man mal sich hinter einem Pfosten verstecken kann. Okay. Busch hat's gemacht. Discovered. Einfaches Schwert Rezept. Und Place of Power. Repariere die Statue oder restauriere. Zahle den Tribut. Ich nehme an, wir haben ja da eben oben diese Rezepte bekommen. Also sagt uns die Logik, dass wir was brauchen hier? Ein Schwert, ne? Ja, der kriegt sich ja ein Schwert. Also gut. Gehen wir mal gucken, ob wir das bauen können. So, ich habe mir ganz schnell nochmal einen neuen Speer gemacht und wir gehen jetzt da. Ich weiß nicht, da oben in dem Kompass, ob ihr das erkennen könnt. Das ist so fitzelig klein. Auf jeden Fall, man sieht hier auf der Karte hier, das ist das Todessymbol. Das ist Charon, der mich empfängt oder meine Sachen für mich bereithält, wie auch immer. Und ja, ich hoffe, wir sterben nicht gleich wieder. Jetzt habe ich natürlich meine gesamte Nahrung und alles habe ich natürlich da, da oben. Da sind die. Da sind sie. Aber die haben auch nur Speere. Eigentlich. Ja, aber wenn die einmal zustechen, war es das. Okay, Glück gehabt. Huiuiui. Huiuiui. Na, das wollen wir mitnehmen.
So, dann können wir da gleich noch mal hochgehen, ne? Schauen wir noch mal. Ein bisschen außer Atem. Loot, Loot bitte. Wuff. Also vermutlich ist alles noch da, was vorher auch war. Simple Bow. Ach, das war noch mein alter Bogen. Den wollte ich erstmal aufbrauchen. Das passt schon. Dann lass mal gucken. Das haben wir gemacht. Die Statue ist repariert. Und der will jetzt 50 Ambrosia. Okay. Wieder was gelernt. Oh. Habe ich kaputt gemacht. Interact to gain Heartfall. Aha. Embrace the power. Okay. Du bist immun gegen Fallschaden. Melee-Attacks in der Luft. Ich bin immun gegen Fallschaden. Hört sich für mich gut an. Wisst ihr, was ich mich frage? Sind das meine Vorgänger hier? Die sehen nämlich so aus, irgendwie, als wenn die auch hierher geschickt wurden. Ja, aber hier waren wir leider schon. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts. Noch ein bisschen Ambrosia. Ja gut, damit haben wir, denke ich, die Mission für heute abgeschlossen. Und schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Mach's gut, bis dann und ciao.